Und damit herzlich willkommen zum Online-Teaser von Schulz und Böhmermann, was eigentlich nichts anderes ist als die Minuten, bevor die Sendung aufgezeichnet ist. Wir haben ein tolles Publikum heute, Premierenpublikum im Studio König in Ehrenfeld. Einen großen Applaus mal für euch selber, bitte. Ja. Wir wissen nicht genau, was für eine Sendung das wird, aber die Gäste, die wir eingeladen haben, werden dafür sorgen, dass es eine fantastische Sendung wird, wo auch immer sie uns hintreiben wird. Magst du den ersten Gast auf die Bühne holen? Ja, soll ich ihn von hinten holen oder soll ich ihn einfach anfangen? Einfach aufrufen und dann gucken wir mal, ob man das hinten hört. Hört man uns hinten backstage? Ich glaube so ein bisschen. Ne? Könnt ihr das hören? Könnt ihr das fühlen? Hallo, hallo. Dann, ja, mach doch mal. Willst du den ersten Gast auf vielleicht die Dame? Die Dame, genau. Wir haben eine Dame. Surprise, surprise. Eine Dame heute tatsächlich da. Sie ist die Chefredakteurin des Online-Magazins Weiß, der Online-Version des Magazins. Laura, in Deutschland. In Deutschland. Ja. Also sie ist eine Deutsche. Sie ist eine deutsche Frau, die ihren Mann steht beim Weiß Magazin. Laura Himmelreich ist heute hier. Er ist ein Prominenter, war schon überall vom Big Brother Haus bis zum P1 und dem Tresor, kennt die Clubs Deutschlands in- und auswendig, aber auch die Fernsehsendungen. Mittlerweile ist er auch Produzent, Inhaber einer eigenen Firma und ja, der Sohn von Uschi Glas. Ben Tewak ist zu Gast heute. Ben Tewak. Hier vorne, neben Olli, zwischen Olli und Laura. Ich sag den nächsten Sänger, er ist Sänger einer Punkrock-Band und er macht noch ganz viele andere Sachen. Ich habe ihn schon ganz oft live gesehen, darf ich heute nicht erzählen, deshalb wird es eine Verkumpelungssendung sein. Ich freue mich, dass er sehr, dass er heute hier ist. Schorsch Kamerun, Sänger der Goldenen Zitronen. So, ich muss jetzt der Buchtitel, den machen wir gleich in der Sendung. Unser letzter Gast am Tisch, den wir jetzt, also last but not least, der einzige echte, seriöse Gast, no offense, aber Journalismus, du weißt, ist schwierig zur Zeit. Kein Problem. Soziologe aus Hannover und Spezialist in Sachen Gender Studies, kann man das so sagen? Ja, also sagen wir mal Geschlechterforschung. Professor Dr. Rolf Pohl. So, herzlich willkommen im Studio. Wir haben ein sehr freundliches Publikum. Olli Schulz hat schon festgestellt, es sieht sehr gut aus. Ja, wir müssen ein paar Sachen erklären. Wir sind bereits im Online-Teaser, also wir sind bereits schon drauf, aber das ist noch nicht die Fernsehsendung. Und wir nutzen diesen Online-Teaser, um erstmal zu den Leuten zu zeigen, was wir für Gäste heute Abend haben und um Ihnen und euch zu erklären, was das hier alles ist. Es gibt was zu trinken, wir haben hier Whisky. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der zur Flasche greifen wird, wahrscheinlich so wie ich in die Runde komme. Wasser gibt es auch, das sind Eiswürfel, das sind gekühlte Steine. Wenn Sie irgendwas anderes haben möchten zu trinken, können Sie das gerne bestellen, jederzeit. Wer rauchen möchte, darf gerne rauchen. Wenn eine E-Zigarette sich anstecken will, der kann sich auch eine E-Zigarette anstecken. Es gibt in der Mitte einen Knopf. Genau, das ist ein ganz interessanter Knopf. Dieser Knopf ist schon, glaube ich, immer dabei gewesen. Jetzt wird er wieder eingeführt, kann man sagen. Es geht darum, wenn einer von uns etwas sagt, was nicht nach draußen gelangen soll, aber was jetzt unbedingt gesagt werden soll, dann kann man diesen schönen Knopf drücken und dann bleibt das hier unter uns in diesem kleinen Raum. Man hört nichts. Also wenn wir da drauf drücken und sagen zum Beispiel, dann hat das niemand mitbekommen. Es sei denn, man ist Lippenleser, dann könnte es Schwierigkeiten geben. Aber stimmt, oder? Lippenleser, das ist Lippenleser, Thema, aber ich glaube, ich habe mich gerade so vorgebeugt, das wird hoffentlich keiner. Also lasst euch nicht irritieren von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ab und zu mal reinkommen, Getränke austauschen. Wir versuchen das so schnell wie möglich in normale Gesprächstemperatur zu bekommen und dass wir alle vergessen, dass Kameras da sind. Das macht den Reiz der Sendung aus. Ja, die Sendung läuft übrigens heute Abend um 23.15 Uhr in ZDF Neo. Richtig. Um 20.15 Uhr in der Mediathek. Ja. Und wir sehen uns nachher bei Schulz und Böhmermann. Das wird eine tolle Sendung. Das ist der Anfangsapplaus.